Jo, liebe Leute, Malte hier von Traumfänger Podcast und ich hoffe, ihr habt eine schöne Silvesterfeier da draußen gehabt. Ist ja immer so ein bisschen schade, wenn man alleine zu Hause sitzt. Das muss ja nicht sein, da gibt es ja genug coole Angebote. Und ich für meinen Teil, ich muss wirklich sagen, ich habe gestern die schönste Silvesterfeier gehabt, die ich jemals in meinem ganzen Leben hatte. Und da werde ich dem Veranstalter auch nochmal eine sehr, sehr liebe, beziehungsweise ja, eine sehr ermuntigende Nachricht entsprechend in das Google-Profil reinpacken. Ich glaube, das war ungefähr die richtige Umschreibung, denn wir wissen ja in letzter Zeit, war es ja wirklich super, super schwierig, überhaupt verlässlich irgendwelche Veranstaltungen zu planen. Da haben sich ja viele auch sehr zurückgehalten, deswegen war das auch gestern eher etwas Kleineres, aber wie gesagt, für mich war das ein voller Erfolg, wirklich richtig, richtig schön. So, und weil ja heute der 1.1.2023 ist, geht es ja auch um gute Vorsätze. Und ich weiß, viele von euch da draußen sind so der Meinung, naja, das braucht man nicht. Im Endeffekt ist das ja wirklich nur eine Grenze, die wir uns für so ein Jahr selber gesetzt haben. Ob man das jetzt mittendrin im Jahr macht, sich irgendwas vorzunehmen oder eben nicht, ist ja auch nochmal so ein Ding. Aber ich finde wirklich, der 1.1. ist da wirklich eine super gute Sache, um sich Sachen vorzunehmen. Was ich persönlich für mich immer nur sehr wichtig finde, ist, sich nicht nur irgendetwas vorzunehmen, sondern das entsprechend auch zu leben. Denn sonst machen gute Vorsätze ja nicht wirklich einen Sinn. Und dabei geht es ja eher weniger darum, mal die Weltherrschaft zu übernehmen oder irgendwie so etwas zu tun, sondern vielleicht auch ein Stück für sich persönlich zu arbeiten, zu gucken, was kann ich bei mir verbessern, wie kann ich Situationen für mich auf Dauer einfacher machen, beziehungsweise wie kann ich mit Dingen besser umgehen. Und da habe ich für mich so einige Grundsätze getroffen, die so mit den Erfahrungen im letzten Jahr viel zusammenhängen. Und einigen hängt es ja auch schon zum Hals raus. Aber für mich ist das definitiv der Umgang mit Handwerkern. Ja? Also ihr wisst ja, ich bin so jemand, der eigentlich alles selber macht. Aber es gibt so Dinge, die kann man halt und sollte man auch nicht selber machen. Ja, einen Sicherungskasten neu machen, wenn man keine Ahnung hat, mit einem YouTube-Tutorial. Das kann auch schon mal tödlich enden. Ja, also ich denke, ihr wisst, wovon ich da spreche an der Stelle. Also nicht, dass jemand wegen mir zu Schaden gekommen wäre, aber so im Grundsatz. Aber, liebe Leute, was ich gerne möchte ist, ich möchte gerne meinen Umgang mit Handwerkern ändern. Denn ich bin im letzten Jahr wirklich zu oft aufs Glatteis geführt worden. Ja, so quasi wirklich nach dem Motto, ja, schieben wir noch dazwischen, beziehungsweise noch nicht mal nach dem Motto, sondern einfach, wir schieben das dazwischen und dann hört man gar nichts mehr und irgendwie vergehen dann 3 Monate und nichts passiert. Das werde ich mir in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, ja, weil das ist ehrlich gesagt Verarsche, liebe Leute. Mir geht es nicht darum, dass Handwerker viel zu tun haben und dass es wenig Personal gibt. Mag alles sein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und an mancher Stelle wage ich das auch ein bisschen zu bezweifeln, wenn man in manche Betriebe so ein bisschen reinguckt, ne? Und das ist ja teilweise auch gut möglich. Zum Beispiel ein Betrieb, der sich den halben Herbst extra freigenommen hat für Sturmschäden, die dann nicht gekommen sind. Herzlichen Glückwunsch, ja. Also da hätte man meinen Regenfänger irgendwie 5-mal installieren können. Naja, gut, wie auch immer, ja. Wie Leute ihre Betriebe gestalten, ist deren Sache. Aber was ich nicht in Ordnung finde, und das hatte ich ja auch schon mal in einem anderen Video gesagt, ist, wenn man sagt, wir schieben es noch dazwischen in ein paar Wochen und sich dann 3 Monate nichts tut und die sich auch nicht melden. Das finde ich daneben. Das finde ich unverschämt. So werde ich in Zukunft nicht mehr mit mir umgehen lassen. Da werde ich dann ganz klar sagen, suchen Sie mir bitte einen Termin raus. Wenn es nicht klappt, suche ich mir so lange jemanden, bis ich einen Termin habe. Denn, ja, das darf man auch nicht vergessen. So ein Auftrag ist ja keine Einbahnstraße. Das darf man einfach nicht vergessen. Ja? Natürlich bin ich auf den Handwerker angewiesen, aber ich wohne hier in so einem Bereich und ihr vielleicht da draußen auch, wo es so viele Handwerker gibt, dass man sich da auch einen anderen raussuchen kann. Wenn das halt gar nicht klappt, und das habe ich mir für dieses Jahr fest vorgenommen. Ich werde jetzt noch 2-3 Tage warten, bis die Betriebe wieder starten und werde dann genau 2 Betriebe anrufen und sagen, entweder ihr könnt mir jetzt einen Termin nennen oder wir lassen das Ganze. Ja, ich bin ein geduldiger Mensch, ganz ehrlich, ohne Probleme, aber ich warte darauf seit Oktober und habe auch keine Rückmeldung mehr bekommen. Obwohl ich dann 2-mal noch angerufen habe. Irgendwo ist dann auch mal gut, da ist dann auch mein Geduldsfaden irgendwann gerissen. Ganz ehrlich, das muss nicht sein. Also, da möchte ich für mich persönlich eine Verbindlichkeit reinbekommen. Das ist mir einfach
wichtig. So, habe ich im letzten Jahr auch schon angefangen. Ich brauche ein neues Fenster im Bad. Da hat es bei Tautemperaturen so ein bisschen reingeregnet. Ist alles nicht so witzig, sollte jetzt aber dann auch in den nächsten Wochen hoffentlich erledigt werden. Sonst greift da der gute Grundsatz. Ganz einfach, das ist so, so sieht das aus. Das ist das eine, was ich mir ganz fest vorgenommen habe. Und das zweite, was ich super wichtig finde, vielleicht geht euch das auch so, Nein zu sagen. Ist wirklich ein schwieriges Thema, weil Nein sagen hat ja auch mal was mit einer gewissen Unhöflichkeit, Unfreundlichkeit zu tun. Aber das nehme ich mir fest vor, öfter Nein zu sagen. Ja, gerade so im Beruflichen, vielleicht kennt ihr das ja auch, ja, Leute kommen zu euch, wollen Dinge und ihr sagt grundsätzlich immer, ja, mache ich, papp ich irgendwo dazwischen. Das werde ich aber in Anbetracht auf meine eigene gesundheitliche Grundlage definitiv nicht mehr tun. Und das hat auch nichts mit Unfreundlichkeit oder Unhöflichkeit zu tun, sondern einfach mit der Überlegung, dass es auch noch andere Leute gibt, die Dinge tun können. Ihr kennt das. Es gibt immer wieder Menschen da draußen, die bestimmte Tätigkeiten immer auf andere abwälzen, weil sie es entweder selber nicht können oder sich möglicherweise einfach sagen, ach, das kann ja jemand anders machen. Und das sind halt so zwei Dinge, ich finde, die kann man ja im privaten Bereich durchaus mal versuchen, ne? Dass man dann sagt, hier komm, dann mach du das. Aber so im dienstlichen Bereich finde ich das immer schwierig, gerade wenn alle im gleichen Boot sitzen, ja, dann sollten so bestimmte grundsätzliche Dinge auch bei anderen Leuten funktionieren und nicht immer nur bei dem, den man dann bittet. Und ich glaube, das ist auch eine faire Geschichte, da in Zukunft öfter auch mal Nein zu sagen, gar nicht aus irgendeiner Boshaftigkeit heraus, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass ja, es nicht immer die gleichen Leute sein müssen, die bestimmte Tätigkeiten machen. Das finde ich fair. Zumindest wenn die Arbeiten in der Theorie gleich verteilt sind, wenn das natürlich fachlich so sein sollte, dass da dann halt Dinge sind, die bestimmte Leute nur können, ist das das eine, aber nicht, wenn es um grundlegende Dinge geht. So, um das mal so ein bisschen kryptischer zu formulieren. Und ich glaube, mit diesen Grundsätzen werde ich sehr, sehr gut fahren. Ansonsten habe ich mir einfach überlegt, welche Aufgaben in diesem Jahr hier am Haus anstehen. Und leider, das ist halt das Ding, gibt es unfassbar viel. Es hat ja im letzten Jahr leider dann nichts mehr geklappt ab September, weil ja, die Handwerker nicht konnten oder es dann irgendwie nicht zwischenschieben konnten. Oder weil ja kurzfristig doch eine recht herbe Frostperiode war, deswegen konnte hier die Baumfällaktion nicht starten, weil mein Baumfäller ja mit Steigeisen in den Baum klettern muss und dann läuft das halt nicht so ohne weiteres. Weil er sonst halt einfach runterfällt. Das haben wir jetzt auf den 21. verschoben. Hoffentlich klappt das. Da könnte ja dann auch nochmal richtig Winter sein. Auch wenn es gestern 15, 16 Grad abends um 0 Uhr waren, was echt ein bisschen gruselig war. Aber so ist das ja manchmal. Na, ganz ehrlich, manchmal ist das einfach so. Und insofern wollen wir da einfach mal gucken. Im ersten Moment dachte ich mir, shit, ich wollte eigentlich, dass das jetzt alles zum Jahresende mal beendet ist. Es ist aber nichts beendet, aber auf der anderen Seite dachte ich mir auch, hey, warum sehe ich das eigentlich so negativ? Im Endeffekt sind es ja dann diesmal die Handwerker, die die Aufgaben machen. Da muss ich ja nichts machen, außer die Rechnung dann zu bezahlen. Gut, bei dem Baum bin ich dabei, das ist ganz klar, ist ja eine Steigfällung. Aber im Endeffekt weiß ich jetzt schon, dass ich am Ende dieses Jahres, ja, am Ende von 2023 dann ganz klar sagen kann, Mensch, super, es ist so viel geschafft und ehrlich gesagt ist dann hier alles geschafft und damit ist das dann am Haus auch erledigt. Ja, die Jahresplanung kommt jetzt noch, da wird einiges noch anstehen, aber halt nicht mehr so in dem Umfang, wie es noch vor einigen Jahren war. Da war es ja teilweise wirklich böse und wirklich bis über jede Belastungsgrenze. Deswegen bin ich da einfach froh, dass ja, sich da einiges tut. Und dann schauen wir einfach mal, Freunde, wie das weitergeht. Beruflich wird sich bei mir wahrscheinlich auch nochmal was tun, in welche Richtung, das muss man dann einfach mal sehen. Wie gesagt, muss man einfach mal mit einem klaren Kopf rangehen. Schauen wir mal, was sich da so ergeben wird. Ja, und mit diesen Aufgaben wird das Jahr auch eigentlich ganz gut ausgefüllt sein. Ich hoffe, das kommt nicht wieder so dazu, dass ich dann wieder so am Boden liege. Ich weiß, ihr kennt das ja vielleicht auch, wenn ihr einfach mit wirklich Herz an Sachen dabei seid und dann im Endeffekt merkt, Mensch, na, ist doch ein bisschen viel gewesen, aber irgendwie muss es ja fertig werden, weil du bist ja halt alleine. Ist jetzt nichts, wo man irgendwie auf die Tränendrüse drücken muss, ganz im Gegenteil, aber es ist natürlich Arbeit wichtig. Was mir auch noch gut in Erinnerung geblieben ist, ne, und das fand ich auch nochmal sehr, sehr interessant, wenn man es halt nicht machen muss, kennt ihr das? Wenn man einfach seine Aufgaben selber händisch nicht machen muss.
weil man eigentlich für alles jemanden beauftragen kann. Gibt es ja auch. Das Problem für mich bei der Sache ist halt nur, man entmündigt sich dadurch quasi selber. Natürlich ist es anstrengend, irgendwie 400 Kilo Beton zu rühren, irgendwelche Pfosten zu setzen oder irgendwelche Hütten zu basteln. Aber im Endeffekt, liebe Leute, ist das ein unheimlicher Erfahrungsschatz, den ihr dabei generiert. Das ist für mich so nochmal so das Ding, was bei mir da hängen geblieben ist. Und wenn man natürlich sagt, okay, ich kann alles outsourcen, weil ich es halt einfach bezahlen kann, ist das auf der einen Seite eine schöne Sache und das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Problem. Aus dem Grund, ne, weil wenn man halt selber die Sachen nicht angeht, wird man es auch niemals wissen, wie es geht. Oder im besten Fall nur theoretisch. Und das finde ich dann doch ein bisschen schade. Dafür bietet dieses Leben doch einfach zu viel. Ja, so, ich hoffe, ihr werdet ein gutes neues Jahr haben. Hier mit dem Kanal wird es auf jeden Fall regelmäßig weitergehen. Und damit sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis dann.